Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den District North Headgear Daypack vor und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Der liebe Jürgen von District North hat mir wieder einen Rucksack zugeschickt, diesmal das Modell Headgear. Er hat ein Fassungsvermögen von 28 Litern, ist somit als Daypack konzipiert. Er hat einige Taschen, große wie kleine, wo man Sachen gut drin verstauen kann, finde ich absolut klasse, da kommen wir gleich noch zu. Der Rucksack ist aus 720D Nylon gefertigt, ist somit sehr reißfest und auch wasserabweisend. Der Headgear Daypack Rucksack hat insgesamt 6 Fächer, wo ihr Sachen drin verstauen könnt. 2 große Hauptfächer und 4 kleinere Fächer. Ich würde sagen, fangen wir mal jetzt mit den Fächern an. Und zwar habt ihr dann hier oben ein kleines Fach, ne, für Kleinzeug reinzumachen. Dann habt ihr hier wieder ein kleineres, schmaleres Fach, wo man Kleinzeug reinmachen kann. Und dann haben wir hier unten noch ein kleines Fach, wo man Sachen, Kleinzeug reinmachen kann. Ja. Hier haben wir ein etwas größeres Fach. Bei dem Fach fände ich es noch ganz cool als Verbesserungsvorschlag, wenn man hier so Gummistripes reinmachen würde, dass man da auch nochmal separat Sachen befestigen kann, wie zum Beispiel Taschenmesser, Taschenlampe, Feuerstahl, Multitool, ne, solche Sachen halt. Wäre eine ganz coole Sache. So, dann haben wir hier das etwas kleinere Hauptfach. Ja, ich muss hier aufmachen. So. Ja, das ist das kleinere Hauptfach. Dann habt ihr hier noch ein Zwischenfach. Ne? So, dann haben wir dann hier hinten, haben wir dann das große Hauptfach. Na, das hier. Dann habt ihr hier auch noch ein Zwischenfach drin und das ist nochmal schön gepolstert. Das für den Fall, wenn man da irgendwie seinen Laptop reinmachen möchte oder sonst was, dann ist das von hier gut gepolstert und hier am Rücken auch nochmal gut gepolstert. Da braucht man sich dann auch keine Sorgen machen, dass das irgendwie beschädigt wird. Genau dasselbe Spiel wie bei Tablets. Ja? So, dann kommen wir jetzt mal zu einem Feature, was ich persönlich eigentlich ganz cool finde, was ich bei anderen Rucksäcken bis dato auch noch nicht gesehen habe. Und zwar hier diesen Deckel. Der Deckel ist extra dafür gedacht, um die Hauptfächer vor Regen zu schützen. Also nochmal extra vor Regen zu schützen, ja. Weil alle Taschen haben von innen diese Kunststoffbeschichtung hier, ja, die Regen abhält. Sowieso schon mal. Und dann haben wir hier nochmal dieses Deckelfach, ja, was auch nochmal Regen abhält. Somit kann man ihn auch bei stärkerem Regen nutzen, ohne dass die Sachen da drinnen nass werden. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, der das vorhat, solche Rucksäcke nochmal zu imprägnieren. Da ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ne? Ihr habt dann halt überall hier noch Molle-System. Hier oben, ne? Hier habt ihr diese auch mit Klett dran. Hier an den Seiten. Hier habt ihr nochmal verstellbare Riemen. Ne? Auf der Rückseite seht ihr die Polsterung, das gleiche wie beim Hiking Buddy. Atmungsaktive, weiche Polsterung, finde ich klasse. Das gleiche hier bei den Schultergurten. Hier habt ihr dann auch wieder Ringe und Stripes, wo ihr Sachen dran befestigen könnt. Ne? So, alles in allem echt ein klasse Allround-Rucksack, wie ich finde. Ne? Egal ob für kleine Bushcraft-Touren, wo man nicht so viel braucht. Es gibt ja auch die Leute, die eher minimalistisch unterwegs sind. Ne? Oder vielleicht für kleine Wandertouren zum Einkaufen oder wenn man einfach so unterwegs ist. Ich habe ihn auch schon zum Einkaufen mitgehabt. Ne? So für ein paar Kleinigkeiten reinzumachen geht der optimal. Also ich finde den Rucksack echt klasse. Ne? Ihr habt ja dann auch nochmal Gummizug, wo ihr dann Sachen dran befestigen könnt. Die Reißverschlüsse gehen alle super. Die Nähte sind alle ordentlich vernäht. Ne? Deswegen, ich finde auf jeden Fall, das ist ein super Allround-Daypack-Rucksack. Ne, da kann man eigentlich echt nichts falsch machen mit dem Teil. Von mir kriegt der Rucksack somit auf jeden Fall einen Daumen nach oben, eine klare Kaufempfehlung. Ich werde euch den Link zum Rucksack wieder wie immer in die Videobeschreibung packen. So, und dann kommen wir jetzt noch zu einer etwas anderen Sache. Und zwar bin ich auf meinem Kanal kurz davor, die 400 Abonnenten zu knacken. Aktuell fehlen mir, glaube ich, noch 12 dafür. Ja? Und da habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt als Dankeschön. Und zwar, sobald die 400 Abos auf meinem YouTube-Kanal geknackt sind, starte ich ein Giveaway. Und was gibt es da zu gewinnen? Ihr könnt
ein District North Feuerstahl XL gewinnen. Also nicht einmal, sondern insgesamt viermal gibt es den zu gewinnen. Vier Leute haben somit die Chance, einen großen Feuerstahl zu gewinnen. Und des Weiteren haben vier weitere Leute die Chance, einen District North Feuerstahl in M zu gewinnen. Ja, die hat der Jürgen ja auch übrigens alle gesponsert. Nochmal recht herzlichen Dank dafür. Das Ganze würde dann so laufen: Die ersten vier Leute, die ich ziehe, gewinnen ein XL und die weiteren vier Leute, die ich ziehe, kriegen ein in M. So ist nämlich auch aktuell das Giveaway, was auf meinem Instagram-Kanal läuft. Da habe ich nämlich auch so ein Giveaway gestartet. Ja. Als kleines Dankeschön fände ich es dann von euch auch ganz nett, wenn ihr Instagram habt, wenn ihr dann mal auf die Seite vom District North geht. Ich werde die Seite auch in der Beschreibung verlinken und mal ein Abo dalassen würdet, weil District North ist eine super Firma, da wird in den nächsten Monaten noch einiges kommen. Ja. Der Jürgen ist ein echt sehr sympathischer, sehr korrekter Mensch. Ne? Also da kann man echt ruhig mal ein Like bzw. auch ein Abo dalassen. Ja, so, das war's für heute. Ne? Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, ciao.